Ja, hallo, Thema Geburtshilfe, nachher die Debatte hier im Bundestag. Ihr habt mir ganz viele Kommentare geschickt, vielen Dank dafür. Ein großes Thema ist über 30% in Deutschland Kaiserschnittrate. Das ist mehr als doppelt so hoch wie vor 30 Jahren, mehr als doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern und dreimal so hoch sogar wie die WHO-Empfehlung. Ganz viele Kommentare sich damit beschäftigen. Meiner Frau wurde vor der Geburt ständig indirekt zum Kaiserschnitt aufgefordert, obwohl nicht medizinisch indiziert. Die Quote ist mit einem Drittel viel zu hoch, absolut richtig. Auch Thema des Antrages, aufgrund die Debatte gleich stattfindet. Weiteres Thema, Schließung von Geburtshilfestationen im Zuge der Krankenhausreform von Lauterbach. Schon länger ein Problem. Mich haben auch Hebammen angerufen, die hier im Büro, die gesagt haben, dass sie, wenn sie Hausgeburt machen zum Beispiel, eigentlich auch gerne erreichbar ein Krankenhaus in der Nähe hatten, weil es kann ja immer was passieren. Auch eben die Situation der Hebammen selbst. Also hier ein Kommentar, bei der Geburt meiner Tochter musste die Hebamme im Nachtdienst 4 Geburten gleichzeitig betreuen. Der Hebamme sah man die Überlastung deutlich an. Frauen wie diese Hebamme sind wahre Helden. Kann ich nur zustimmen. Und würde ergänzen, viel zu schlecht bezahlt, mit einem hohen Risiko, auch wenn sie selbst als Selbstständige Versicherungen abschließen müssen. Also ganz, ganz wichtiger Input hier. Vernünftiger Antrag, der gleich debattiert wird. Und ich bin gespannt auf die Debatte und bis nachher. Ich habe in den letzten Tagen eine Reihe von Zuschriften gekriegt und will drei inhaltliche Punkte da herausgreifen. Jemand schreibt mir, meine Frau wurde vor der Geburt ständig indirekt zum Kaiserschnitt aufgefordert, obwohl nicht medizinisch indiziert. Die Quote ist mit einem Drittel viel zu hoch. In der Tat, wir haben eine Kaiserschnittquote in Deutschland von weit über 30% und die WHO-Empfehlung liegt bei 10-15%. Hier sind offensichtlich Fehlanreize im System, über die wir reden müssen. Zweitens, die Geburtshilfen sind in den letzten Jahren halbiert worden. Und vor allen Dingen im ländlichen Raum ist das ein Riesenproblem. Ich finde das ein Skandal für ein Land wie Deutschland. Und drittens, Zitat, bei der Geburt meiner Tochter musste die Hebamme im Nachtdienst 4 Geburten gleichzeitig betreuen. Frauen wie diese Hebamme sind die wahren Helden. Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen. Ich habe in den letzten Tagen auch mit Hebammen gesprochen, die jetzt überlegen, in die Schweiz auszuwandern und so weiter. Also der Antrag geht in die richtige Richtung. Ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe drei Beispiele genannt, die ihr mir geschickt habt. Die Aufmerksamkeit im Plenum war sehr hoch. Viele haben genickt. Viele haben das verstanden, dass es sehr konkret ist. Das ist auch besser, als wenn so ein Politiker einfach irgendwas Abstraktes sagt. Das war jetzt von der Debatte her eine erste Lesung. Das wird jetzt in den Ausschuss gehen, dann wird darüber weiter diskutiert und dann wird es irgendwann mal eine zweite und dritte Lesung geben und dann wird es eine Abstimmung zu diesem Antrag der CDU-CSU geben. Die Wichtigkeit des Themas ist angekommen und jetzt kommt es auf die weitere Bearbeitung an. Ja, und es war auf jeden Fall toll, dass so viele Leute geschrieben haben, ihre Anregungen gegeben haben und ich glaube, ich konnte auch diese Anregungen ein Stück weit ins Plenum hier einbringen. Vielen Dank dafür.